Hallo, willkommen zurück zu Firewatch. Ja, wir haben beim letzten Mal erfolgreich diese nackigen Mädels da aus dem See vertrieben, die Feuerwerkskörper angezündet haben, mitten im Wald. Keine clevere Idee. Jetzt gerade sollen wir eigentlich zurück zu unserem Lookout, aber wir können ja auch mal eben die Kiste hier öffnen, wo wir schon mal da sind, ne? Wir kennen ja den sehr komplizierten Code. Müsste ja bei allen so sein, wenn ich das richtig verstanden habe. So. Yay. Okay, was haben wir denn hier so? Ein Update für unsere Karte. Ups, nee. Kannst du ruhig nochmal reingucken. Ich gucke mir mal die Note an. Wäh. Reed. Ron, ich habe schlechte Neuigkeiten. Got some bad news. Als er zu Hause war. Hoffentlich lassen Sie mich deshalb hier für eine Weile raus. Who's to say, though, budgets being what they are? Hast du meine Notiz bekommen, was unten in Wapiti passiert ist? Der Sheriff ist, ja, der ist ein bisschen böse auf mich, aber ich weiß nicht genau. Ich hab's wahrscheinlich übertrieben. Ich wünschte, du wärst da gewesen. I guess you must have got hung up. Ich glaube, du musstest auflegen? Hä? PS Amigos is Spanish and Profesionales is Italien. Ah ja. Was? Ich verstehe Ron nicht. Ron ist mir irgendwie zu hoch. Ja, okay, mach mal weg. Oder ich kann Dings ja auch noch mal fragen, deswegen. Kann ich das denn? Nö, dazu hat sie nichts zu sagen. Okay, wir behalten das mal für unseren Notizen. Ein Old Sweater. Okay. Oh, von der University. I found a sweatshirt from the University of Eastern Colorado. There's a University of Eastern Colorado? I really don't think there is. Why would somebody make that up? Right, and then put it on a sweatshirt. The world's a weird place. Was? Also es gibt die Universität gar nicht, aber jemand hat sich einen Sweater davon gemacht. Okay. Oh, The Force Estate von Richard Sturgeon. Ja, ist okay. Nee, habe ich das weggeschmissen? Upsi. Warte, ich wollte eigentlich auf die Rückseite gucken. Kann ich das gar nicht? Ah, so. Aha. Ah, ja. Trip to California would do him good. Ah, naja, ist irgendein Roman über jemanden, der nach Kalifornien fahren wollte und bestimmt super dolle Abenteuer erlebt hat. Können wir das auch mitnehmen oder? Nö. Na gut, dann schmeiße ich das da wieder rein, wollte ich sagen. Dann halt daneben. Okay. Dann machen wir uns auf den Weg zurück. Wo geht's zurück? Da vielleicht? Was sagt die Karte? Nein, Moment. Nee, ich habe die Taste noch nicht so ganz drauf. Tut mir leid. So. Da sind wir. Und ach, da ist Wapiti, wo der eben von gesprochen hat. Okay. Und da ist unser Lookout. Find a way back to Forks Lookout. Ja, okay. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal hier lang. So weit war das ja nicht. Aber ich glaube, wir müssen uns auch beeilen. Ich weiß jetzt. Ach, hier sind wir. Nee. Das woanders. Oder? Was ist, wenn wir hier einfach runterfallen? Passiert dann was Schlimmes? Ich mach das mal. Es geht nicht.
Alles klar. Rätsel gelöst. Ja, wenn wir hier nicht lang kommen, gehe ich mal ein Stück weiter hier so lang. Vielleicht. Ich weiß ja nicht, was passiert, wenn es dunkel wird. Wir dann uns verlaufen hier und elendig sterben. Kommen wir hier lang? Nö. Was ist das da hinten? Das würde ich voll gerne mal angucken, aber ich komme hier leider nicht rein. Das ist ja schade. Wie bitte? Komisches Geräusch. Na gut, dann gehen wir halt den Weg zurück, wenn wir keinen anderen nehmen können. Also hier lang. Kamen wir von da? Nee. Aber wir gehen mal da lang. Kommen wir bestimmt rüber. Hup. Kommen wir hier hoch? Aber hier lang. Okay. Ich bin ja noch überhaupt kein Profi eigentlich. Deshalb denke ich mal, wenn es dunkel ist, hat er hier echt ein Problem im Wald. Obwohl, er hat ja auch den ganzen Weg hierher geschafft, ganz alleine. Vielleicht ist er. Vielleicht wandert er ja regelmäßig oder so. So. Schick. Ich glaube, wir müssen hier weiter lang. Was kommt jetzt? What Ja. is it? I was drunk last night when I welcomed you to the job. Yeah, well, you're not the first boss to be guilty of that. I know I can get a little pushy, you know, putting you on the spot about why you're out here and stuff. It's Ach. fine. I'll keep that sort of a thing to a minimum. Anyway, let me know when you get back to your lookout. Naja, das mache ich. Also, sie waren anscheinend betrunken gestern, aber ja, mein Gott, wenn das jetzt nicht jeden Abend so ist, dann ist das doch nicht so schlimm. Obwohl, bei der Arbeit muss auch nicht sein. Ja, wir fragen sie mal, wie wir am besten Hey, I can see zurückkommen. my tower. How do I get back? If it's the one I think it is, there should be an old trail the Forest Service closed off a couple years back. And I'm sure their reasons for closing it off had nothing to do with safety, right? Hey. Oh, it washed out and became a fucking death trap. Oh. So, you know, be careful. Okay, es gibt einen geschlossenen Pfad, der eigentlich nicht mehr benutzt wird, aber wir können den benutzen. Es scheint aber doch ein bisschen gefährlich zu sein. Mal sehen. Ich hoffe, der liegt jetzt auf unserem Weg. Aber wird schon. Das Gebiet hier ist wahrscheinlich gar nicht so offen, wie es am. Gewitter? Okay. Nicht so gut. Nearby Storm. Ja. Hey, I heard some thunder. Yeah, I've got eyes on a storm out to the north. Well, that's bad, right? Because of the lightning? It just means we'll be busy. Hurry home and try not to get hit by lightning. Ach so, ja, es könnte natürlich sein, dass ein Feuer dadurch ausbricht. I got hit by lightning when I was 9. Oh, wir wurden schon mal vom Blitz getroffen. Nein! Ach nein! Ich habe schon wieder zu lange gebraucht. Mano! Oh, die ist aber ungeduldig. Dann verschwinden die Dialoge immer einfach, wenn ich nicht schnell genug bin. Aber ich muss sie doch erst lesen, bevor ich antworte. So. Oh, hier ist noch eine Box. Okay. Und da ist die Höhle wahrscheinlich. Kann das sein? Ich öffne die mal kurz. Eins, zwei, drei, vier. Wow.
So, Map updaten. Ja. Ich guck mir die gleich mal an, was wir da jetzt Neues haben. Ich wollte mir den Hirsch angucken. Danger, Bravery, the Great Outdoors, Defend Our Frontier. Okay. Und Flashlight. Cool. Kaputt. Nicht cool. Ah. Doch cool. Ja gut. R3 Flashlight. Ja, alles klar. Und ein Horn. I get the sense that not everything in here is useful. In the boxes? Why's that? I don't really know what I'll do with the deer horn. Firstly, they're called antlers. And secondly, stay out here long enough and you'll get creative. Okay. Tja. Aber wir legen das, glaube ich, mal zurück. Oh Mann, du Dummkopf, du sollst das da reintun. Egal. Okay, was hat sich jetzt sozusagen? Was ist da drin? In Thunder Canyon? Thunder Canyon? Ernsthaft? I didn't name it. But in the cave, I don't know, rocks. NFS tells people not to go too far in there. It's pretty dangerous. So. So I say, fuck it. You're a grown man, you can go where you want. Great. Used to go caving with someone back in Colorado. She loved it. Might be great to explore it sometime this summer. Well, that could be fun. Obviously, be very careful. It doesn't seem that dangerous. Whoa, whoa! Ah, no! Henry! Seriously, it's completely fine in here. God damn it! Ah, er ist ein Witzbold. Aber wir gucken auf jeden Fall mal. Play with the cave's echo. Ah, it's all right to hide through here. Ich glaube nicht, dass uns jemand antwortet. Eigentlich hoffe ich sogar. It looks like the path leads through the cave. Back in the cave, huh? Man, I don't need to lose another lookout in there. Another lookout? Okay. They never come out. Witzig. Ah, so this is another one of your jokes. Yeah, it is. Yep. Die ist lustig. Ja, die ist ganz lustig. Okay, da kommen wir weiter. Das hier sieht zu aus. This cave is gated off. It's to stop spelunkers from dying without getting the keys from the Forest Service office first. Makes sense. Although Debbie says she lost them like 3 years ago, so maybe its mysteries are locked away for good. Oh, damn. Yeah, but maybe you can find another one to get your caving kicks in. Well, this one's so close to home and convenient, though. Sorry. Huch. Ja, okay. Vielleicht finden wir die Schlüssel ja noch irgendwo. Vielleicht hat hier auch jemand in so eine Box gepackt oder so. Gehe ich mal hier hoch. Oha, jetzt ist es schon richtig dunkel. Ja, dann lieber schnell weiter. Kommen wir hier hoch? Nee. Ah, aber hier. Huch. Steht da jemand? The creeps? The creeps? Was zum... Hä? Looking at you? Is he doing anything else? I don't think so. Henry, there's something I... Something someone should have told you about this area. What is it? It's outside. Come on. The whole thing. And people come and go as they please. It's madness. Yeah, okay. I get it. Look, bumping into someone in the middle of nowhere is part of the fun. Okay. Wollte uns wieder ein bisschen ärgern. Also, scheint einfach nur ein Typ zu sein, der hier rumläuft. Aber ein bisschen seltsam war der jetzt schon, ne? Vor allem, dass er weggelaufen ist. Oh, kommen wir auch da hoch? Nee, sieht nicht so aus. Den treffen wir bestimmt nochmal wieder. Würde mich nicht wundern. Oh. Hüpf.
hier was? Aha. Wir können da hoch oder da. Läuft wahrscheinlich auf selbe hinaus. Vielleicht hat er ja was da gelassen. Geh mal hoch. Hallo? Voll fertig. Okay. Boah, es sieht schon... Ich finde, es sieht echt schön aus. Richtig cool. Naja. Gut. Da wären wir... Ach so. Boah, wie viel gibt es denn hier? Da wären wir hergekommen. Wir können jetzt noch nach oben. Das macht eigentlich, glaube ich, keinen Sinn, weil das ja nicht... zu unserem Lookout hier geht, oder? Ach doch, hier geht's rum. Ha, aber auf der anderen Seite war auch noch ein Weg. Okay. Ah ja, hier. Hä? Interessant. Ah ja, hier können wir noch weiter. Geht das? Nee, hier ist doch gar nichts. Gehen wir mal weiter hier lang. Krabbeln da hoch. Oh. Ich glaube, da ist irgendwie ein Weg, wo wir nicht lang dürfen. Da steht so eine Blockade oder so. Gut, jetzt ist der Weg offen. Ey, ist das unser Dings? Unser Lookout? Hä, hupsi. Ja, sowas kann passieren. Well, that trail isn't closed anymore. Oh, really? Yeah, I took care of the blocked path. It was backbreaking, but you know, anything for the service. Well, thank you. Anytime. Ja. Kein Problem. So bin ich. Oh, ist das da hinten Delilah? Ah ja, okay. Hey, you keep your lights on at night? I'm doing a crossword puzzle. I do a lot of crossword puzzles. Das ist irgendwie cool, dass die sind gar nicht so weit auseinander, aber irgendwie, also haben sie sich ja noch nie gesehen und kennen sich gar nicht. So, okay. Was ist das denn da? Okay. So Forrest Burns. I don't think there's any fictional character I hate more than Forrest Burns. Henry, as an employee of the Forest Service, that is treason. Yeah, well, he really freaked me out as a kid. He inspired me to spend the bulk of my 30s keeping the wilderness safe. A shrink would have a field day with you. Thanks, Mom. What kind of name is Forrest Burns anyway? Das stimmt allerdings. A glorious pun. I went to junior high with a guy named Royal Butts. Royal? Butts. I didn't think anyone had been named Royal since the 1850s. Well, Royal's mom Flo was a bit of a trendsetter. Flo Butts? Oh man, that's even worse. Yeah, well, it's still better than Forrest Burns. Forest Burns. Also so wie der Wald brennt. Ernsthaft? So haben die den genannt? Boah, der guckt ein bisschen gruselig, ne? Als könnte er dich oder mich mit seiner Schaufel da erschlagen. Ja, okay. Das hier ist wahrscheinlich mein Klo. So it's just the outhouse then, in terms of going to the bathroom? You're a man, Henry. You can go wherever you want. Well, number one at least. And, full disclosure, I pee wherever I want as well. Ja, und hier? Ach, ein Generator. Ja, das ist sinnvoll. So this generator is all the power I've got out here. Yep, it doesn't go through much gas and, well, you don't have much in the way of electronics, so... Mhm. My hair dryer. Oh,
I could never. Ja gut, wer... Hä? Gibt's hier noch was dazu zu sagen? Ja, ich mag das. Jetzt ist immer noch seltsam. Oder ich habe das Gefühl, ich könnte ermordet werden, wenn ich da drin bin. Ja. No man in the history of the world has felt tough with his pants around his ankles. Well, be strong. You can always call if you're having trouble. Sure, I'll do that. Okay. Gehen wir in unser Häuschen. Ah, ist aber ganz schön, ne? Mit den Sternen und so. Hat schon was. Oh. Oho, ich glaube, es zieht wirklich ein großes Gewitter auf, ja. Na, hoffentlich fängt es sich an zu brennen. Hä? Stand da gar nicht so die Karte lesen? Oh, hä? What can I do for you? Well, my typewriter is on the ground, outside of my tower. You right? Yeah, look, the wind? No. How the hell... You should get inside. Fuck me. Was zum Teufel? Ist jemand bei mir eingebrochen oder was? Aber er sieht noch in Ordnung aus. Was? Hä? Sind die bescheuert? Uncool. Someone broke in. They what? They wrecked the place. Threw my typewriter out the window. Motherfucker. Holy shit. I'll let the Forest Service know what happened. Boah. Ob das die Mädels waren? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. I'm gonna have to fix the window. Tomorrow, Henry. You won't be cold. Oh, ja, das ging schnell. Ja, well. Do you have any idea who could have done this? Die Mädels oder der Typ? Ja, wer ist denn noch draußen? I mean, I don't know either. I've never had a lookout be a target for violence. Great. I can't believe someone would do this. I worry about bears and fires and that's about it. And now I've got to worry about some deranged hiker going after lookouts. Great. Okay, in the morning I'm gonna call my friend Patty, who works the desk down in Cody. They keep a list of everyone who's officially been in and out of the trailhead since, I don't know, forever, and see if we can get a list of names. We won't get much, but at least if anything else happens, we can refer to it and see if anything comes up. Thanks. I need you to feel safe out here. Ja, ich würde mich auch gerne sicher fühlen. Don't worry. Oh, erzähl mir, wo es eine Waffe gibt. Oh, you can protect yourself, huh? I've done it before. Okay, tough guy. Oh Mann. Uncool. Oh, Tag 2. Okay, ich hätte mich gerne noch ein bisschen umgeguckt. Jetzt muss er die Nacht da... Hoffentlich hat es doch kein Gewitter und kein Sturm gegeben. So mit offenen Fenstern ist das, glaube ich, scheiße. Wake up. Ich bin schon längst wach, Madame. Hey, wake up. Ja, Mann. Beruhig dich. Bin wach. What's your problem? Our problem. Sorry, our problem. That storm knocked out the phone line I used to talk to the service, which means we're cut off. I tried radioing out and that's not working either. Oh, okay, sie hat niemanden mehr erreicht. Der Sturm hat die Leitung kaputt gemacht. Ja, kann ich das reparieren? But what you can do is hike out to where the wire runs through your area and report back if it's down. Then I can track down a ranger to get someone on it.
Okay, I can do that. Where is it? Remember that cave you hiked through yesterday? Ja, yeah, klar. Of course. So you're gonna want to go back there, go through it and keep going straight to the north when you come out. Will do. Thanks, Hank. Hank? Ernsthaft? It's Henry. What, you don't like Hank? Yeah, I don't like Hank. But thanks rhymes with Hank. No, it doesn't. Okay, alright. Hm. Oh Mann. Na gut, wir haben wieder alles aufgeräumt. Feuerwerkskorb haben wir ja auch noch. Ach, den Whisky. Ich würde gerne sehen, was er schreibt, aber... Sleep is gonna be a real problem. Aha. Okay, naja, vielleicht können wir das später noch lesen, sonst muss ich mir das mal richtig angucken. Na gut. Ich glaube, sonst gibt es hier nichts für uns zu tun. Ich habe beim letzten Mal ja noch gar nicht so richtig hier geguckt, deshalb weiß ich auch gar nicht, ob irgendwas Wichtiges gerade fehlt. Also, keine Ahnung. Vielleicht haben die aber echt nur randaliert. The Patriots. Aha. Soll ich die nicht mal irgendwo hinlegen? Wie er das mal wegschmeißt, unglaublich. Egal, wir gehen weiter. Und kümmern uns darum, dass der Strom wieder geht. Ich bin falsch rumgelaufen. Sehr gut. Na gut, wir machen einfach bei der nächsten Folge weiter, würde ich mal sagen. Und vielleicht finden wir ja denjenigen, der hier rumrandaliert. Bis dann. Tschüss.